Russland hat nach eigenen Angaben eine groß angelegte Offensive der Ukraine im Donbass zurückgedrängt. Am Morgen des 4. Juni hat der Feind eine groß angelegte Offensive in 5 Bereichen der Front im Süden der Region Donetsk gestartet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Montag mit. Kiew, das sich seit Monaten auf eine große Gegenoffensive vorbereitet, bestätigte eine derartige Militäraktion zunächst nicht. Ukrainische Truppen hätten den aus ihrer Sicht schwächsten Bereich der Front angegriffen, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS mit. Die mutmaßliche Offensive habe am Sonntagmorgen an 5 Frontabschnitten begonnen, hieß es weiter. Die ukrainischen Streitkräfte hätten mehr als 250 Soldaten verloren. Die Angaben aus Moskau ließen sich nicht unabhängig prüfen.